Der Predigttext für heute steht im Psalm 100. Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht zu seinen Toren ein mit Danke, mit Danken. Zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm und lobet seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Dankeschön für das Vorlesen. Danke auch für die Musik. Gottesdienst ist Dienst Gottes für uns. Gottesdienst ist aber auch unser Dienst für Gott. Es ist für mich immer eine Herausforderung, eine Predigt zu halten, weil es geht um Gottes Wort, es geht um sein Wesen, es geht um ein Verhältnis zu ihm. Vor etwa 4, 5 Wochen war ich hier. Es ist vielleicht eine unfaire Frage, ihr habt inzwischen schon einige Predigten gehört, aber vielleicht weiß der eine oder andere noch, was das Hauptthema war. Bitte? Oh, gut. Gnade, richtig. Wisst ihr noch, was ich gesagt habe, was ich damit machen will? Mehrere Themen, ne? Die Gnade Gottes ist so unbegreiflich groß, dass wir sie mit menschlichen Worten kaum erklären können. Luther hat das Wort Gnade sehr stark bei Paulus gebraucht, um etwas deutlich zu machen, was im Alten Testament fast gar nicht vorhanden ist. Denn im Alten Testament gibt es das Wort Gnade in dem Sinne gar nicht, wie Luther das so übersetzt. Sondern da gibt es mehr das Wort Barmherzigkeit und Güte. Barmherzigkeit ist mehr so das Verständnis des Hebräers, dieses Wort, das da gebraucht wird, ist von einer höheren Position zu einer niedrigen Position, sich zu wenden und etwas Gutes der Person zu tun, die an dieser niedrigen Position ist. Also immer aus einer höheren Machtposition mit Freundlichkeit und Güte dem anderen barmherzig sein. Und das wird im Neuen Testament natürlich definiert mit einem Wort, das Gnade, Gunst ausdrückt. Da ist jemand, der uns günstig ist, uns gegenüber etwas gewährt, was wir nicht verdient haben. Interessant ist nun, dass wenn wir uns mit Gnade beschäftigen, wir uns natürlich mit 3 Schritten beschäftigen sollten. Nämlich die erste Frage, die ich mir gestellt habe, weshalb ist Gnade nötig? Oder was ist die Voraussetzung für Gnade? Das zweite ist die Frage, was bewirkt denn die Gnade? Welche Auswirkung hat denn die Gnade für denjenigen, der Gnade empfängt oder den man begnadigt oder dem gegenüber man barmherzig ist? Und die dritte Frage ist, was folgt aus der Begnadigung für denjenigen, der die Gnade empfängt? Diese 3 Fragen möchte ich mit euch ein bisschen behandeln heute Morgen. Es gibt noch einen Aspekt, der mir sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang, aber tiefer werde ich ihn später behandeln in einer weiteren Predigt. Das ist, Gnade wird immer wieder auch mit Wahrheit verknüpft.
Wenn man die Psalmen liest, dann ist es besonders der David, deshalb ist er ja unser Vorbild für viele Propheten auch, Jeremia, Jesaja, Hesekiel und dann auch schließlich für die neutestamentlichen Schreiber. Und für Jesus im Besonderen ist David natürlich ein Vorbild. Und er ist sicherlich derjenige, der am besten beschreiben kann, was Gnade bedeutet. Gnade ist für David natürlich etwas ganz Gravierendes. Denn auf der einen Seite hat er von Jugend an diesen Gott geliebt und geliebt und war sich sicher, wenn ich mit Gott liebe, dann ist Gott an meiner Seite. Und das hat er ja dann noch erlebt, sehr, sehr bald. Als Jugendlicher, wenn er dann seine Schafe gehütet hat und er musste dann gegen Bären und Wölfe sich zur Wehr setzen, hat er immer Gottes Hilfe in Anspruch genommen und Gott hat ihm dann die Mittel gegeben, ob das die Schleuder war oder was auch immer. Er konnte mit Gott leben. Und dann kam diese große Szene mit Goliath, ne? Wie er den gefällt hat wie einen Baum, nur mit einem einzigen Stein. Aber er hat gesagt, ich komme zu dir, Goliath, im Namen des Herrn der Heerscharen. Er war so fest davon überzeugt. Aber wie das manchmal im menschlichen Leben ist, und dann kommen Dinge ins Leben hinein, ja, das ist dann das Fleisch. Der David hat sich hinreißen lassen. Wir kennen die Geschichte. Da waren die schönen Frauen. Da war dann dieser Mann, der mit dieser Frau auch noch zusammen war, den muss ich irgendwie loswerden. Und er hat ihn ermorden lassen, indirekt, nicht wirklich, aber indirekt hat er ihn in die Falle laufen lassen, dass er stirbt. David war also nicht gerade in dem Sinne ein Vorbild für uns, die wir mit Christus leben wollen, oder? Und trotzdem nennt Gott ihn ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wir wissen, wir kennen die Psalmen, wir wissen, dass er im Psalm 51 ein riesiges Bekenntnis gibt. Gott, was habe ich gemacht? Ich habe gesündigt vor dir und den Menschen. Und bitte nimm deinen Geist nicht von mir, sei mir doch gnädig. Aber reinige mich mit einem chemischen Mittel, Isop nannte man das damals, eine Pflanze. Reinige mich, damit ich ganz rein werde vor dir. Es ist immer dieser Ruf nach der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Warum tut er das? Warum geht er nicht sofort irgendwo und versteckt sich und sagt, meine Güte, jetzt bin ich verloren, Gott muss mich richten, ich bin tot. Weil er eins gewusst hat, Gott ist gnädig. Gott ist ein gnädiger Gott. Ein gnädiger Gott. Wenn man in die Psalmen hineingeht, dann gerade der junge Mann eben, der den Text gelesen hat, hat ja Psalm 100 gelesen. Psalm 100 ist ein herrlicher Text, ein herrlicher Psalm, den man eigentlich auswendig kennen sollte. Ja? Nämlich dient dem Herrn wie mit Freuden und kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Das ist so eine Aussage von ihm, wo er sagt, das ist das, was man tun sollte. Denn erkennt, dass der Herr Gott ist. Er steht auf einer höheren Warte. Und er hat uns gemacht, die wir gläubig sind, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geh zu seinen Toren ein mit Danken und zu seinen Vorhöfen mit Loben und Preisen. Lobt seinen Namen, preist seinen Namen. Denn, was kommt jetzt? Jetzt kommt, denn die Begründung, denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Treue von Generation zu Generation. Das war die Grundlage für ihn. Er wusste, Gott ist gnädig.
Aber es bedeutet nicht, ich kann jetzt tun und lassen, was ich will, sondern diese Gnade Gottes hat eine Auswirkung in mein persönliches Leben. Denn dort, wo ich schuldig geworden bin, hat er gesagt, ich bin bereit, dir zu vergeben. Und Barmherzigkeit ist auch etwas, was wir brauchen, um wirklich Gottes Gnade voll und ganz zu erfahren. In einer Geschichte, die David ja erlebt hat, als er sein Volk, seine Soldaten hat zählen lassen, da sagt Gott ihm, was ist mit dir los? Du hast dich immer auf mich verlassen. Und jetzt fängst du plötzlich an, deine Soldaten zu zählen, um zu sehen, wie stark bin ich denn nun? Wie kann ich das selbst hinkriegen? Kann ich selbst die Dinge fertig bringen, die ich gerne fertig bringen möchte? Und Gott sagt, du hast eine Wahl. Und er schickt ihm den Propheten Gad. Und er legt ihm drei Gerichte vor, die immer nur in der Bibel eine Rolle spielen, die wir auch jetzt wieder erleben. Krieg, er sagt, willst du Krieg? Ja? Oder willst du Hungersnot, gesellschaftliche Not, also wirtschaftliche Not? Oder willst du Seuchen? Drei Dinge, Seuchen, wirtschaftliche Probleme und Krieg. Wir erleben alles drei, ne? So. Wir merken jetzt, wie die Wirtschaft wieder so ein bisschen Probleme bekommt. Wir sehen die Nöte, den Krieg, wir sehen Kriege überhaupt, das alles. Und David entscheidet sich für etwas. Und er schreibt in 2. Samuel 24, Vers 14, sagte er zu Gad, es ist mir sehr Angst, aber lass uns in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß. Ich will nicht in die Hand der Menschen fallen. Was David hier sagt, ist, Barmherzigkeit, die uns umfängt, ist so groß, dass ich lieber bei Jesus und bei Gott bleiben möchte, wenn Dinge in meinem Leben schiefgelaufen sind. Besonders dann, wenn ich sie selbst verursacht habe. Warum ist das für David so wichtig? Weil ich glaube, dass David, und so drückt er das auch in einigen Psalmen aus, zum Beispiel im Psalm 25, da sagt er von Vers 4 an, Herr, zeige mir deine Wege, lehr mich deine Pfade. Ihr erinnert euch vielleicht, dass Jesus einmal gesagt hat, das Tor ist schmal und der Weg, das Tor ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Diese Pfade sind nicht einfach zu finden. Ne? Deshalb sagt er in dem Psalm, lehr mich deine Pfade. Diese Wege, wie kann ich mit dir leben? Diese schmalen Wege, denn der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Da geht die Masse. Aber diejenigen, die den Pfad, den schmalen Pfad gehen, das sind nur wenige. Und dann sagt er weiter in diesem Psalm, leite mich in deiner Wahrheit und lehr mich. Denn du bist ein Gott, der hilft. Täglich warte ich hoffend auf dich. Und dann kommt dieser berühmte Text, den er dann betet, also einleitet. Denke an deine Barmherzigkeit und an deine Güte. Denke nicht an die Sünden meiner Jugend und an mein Unrecht, sondern denke gemäß deiner Barmherzigkeit und Güte. Und dann in Vers 10 sagt er, weise mir den Weg der Güte, nein, deine Wege sind Güte und Wahrheit für die, die deinen Bund halten, und deine Gebote. Er spricht also immer wieder im Zusammenhang mit Barmherzigkeit von der Wahrheit. So, was bedeutet das? Gehen wir mal zurück. Wieso brauchen wir Gnade und Barmherzigkeit? Als Adam und Eva im Paradies waren, brauchten sie da Gnade. Bitte? Am Anfang nicht.
Sie brauchten keine Gnade. Weshalb? Weil es keine Sünde gab. Es gab kein Unrecht. Es bedurfte keiner Gnade und Barmherzigkeit. Sie lebten, und jetzt können wir sagen, sie lebten in der Wahrheit Gottes. Es gab keine Lüge. Es gab keine Verbrechen. Sie lebten in der vollkommenen Wahrheit Gottes. Wahrheit ist immer exklusiv, nicht wahr? Das Gegenteil von Wahrheit ist Lüge. Und Satan war es, der ja dann später im Paradies, also nicht im Paradies, ja doch am Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, schließlich die Wahrheit Gottes in Frage stellte. Und als er die Wahrheit Gottes in Frage stellte, das stimmt nicht, was Gott sagt, und Adam und Eva auf diese Lüge hereinfielen, wurde etwas notwendig. Nämlich jetzt verloren sie beide, als sie von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen aßen, zwei Dinge. Ihre Reinheit und ihren Gehorsam. Sie verloren zwei Dinge. Ihre Reinheit und die Fähigkeit, aus sich selbst gehorsam zu sein. Und deshalb musste Gott jetzt eingreifen. Und wir wissen es, ne? Die bekamen ein Fell als ein Zeichen der Gnade, dass jetzt etwas geschehen muss, ein Symbol für das, was Christus einmal tun wird. Und diese Wahrheit, die jetzt in Frage gestellt war, weil jetzt die Lüge in die Welt gekommen ist, hat ihre Auswirkungen bis heute. Und wir leben heute in einer permanenten Lügengesellschaft. Ich möchte euch das mal vorlesen. Da gab es nur auf die USA bezogen eine Umfrage von der Psychology Today, eine psychologische Zeitschrift. Und man kann fast sagen, wir könnten das natürlich in unserer Gesellschaft genauso überprüfen. Ich sehe da wirklich, wie Satan diese Lüge weiter spinnt, ne, in unserer Gesellschaft, gerade auch in der westlichen Gesellschaft, die ja anscheinend so christlich ist. Da heißt es, mehr Menschen erklären, das ist eine Umfrage, mehr Menschen erklären, sie haben ihren Ehepartner betrogen, als solche, die einräumen, ihre Steuererklärung oder Spesenabrechnung gefälscht zu haben. Also mehr Menschen erklären, dass sie ihren Ehepartner betrogen haben, als die Steuererklärung malen, ne? So ein bisschen manipuliert haben. Über die Hälfte der Befragten gibt an, dass sie wahrscheinlich der Regierung Geld schulden, wenn ihre Steuererklärung geprüft würde. Etwa jeder Dritte räumt ein, im letzten Jahr einen sehr guten Freund hinters Licht geführt zu haben. 96% haben deswegen Schuldgefühle. Fast die Hälfte der Befragten vermutet, dass sie wegfahren würden, ohne eine Mitteilung zu hinterlassen, wenn sie auf einem Parkplatz ein anderes Auto schrammen würden. Obwohl die große Mehrzahl, 89%, ein solches Verhalten für unanständig hält. Ich will das nicht weiter ausführen. Aber was merken wir hier? Der Satan hat seine Lügen weiter gesponnen in unsere Gesellschaft hinein. Und ich möchte ja auch nicht jetzt politisieren, aber ich möchte nur deutlich machen, dass wir diese Gnade Gottes unbedingt brauchen. Und wisst ihr, warum uns die Gnade Gottes so verloren gegangen ist? Weil wir etwas versäumt haben, nämlich in seiner Gnade zu ruhen. Wenn mir jemand Gnade schenkt, nehmen wir mal einen Schwerverbrecher, der im Gefängnis ist, 15 Jahre Gefängnis, nach 12 Jahren wird er begnadigt. Wenn er wirklich aufrichtig während seiner Gefängniszeit
so gewesen ist, dass die Gnade berechtigt war. Frage, wird er versuchen, einen ähnlichen Mord jetzt wiederzumachen? Nein. Wenn also Gott uns begnadigt am Kreuz für alle Sünden, die die Menschheit begangen hat, was bedeutet das, wenn er mich begnadigt, weil ich gelogen habe? Dass ich doch nicht wieder lüge, oder? Wenn er mich begnadigt hat, dass ich überheblich bin gegenüber anderen, mich großkotzig zeige und andere niedermache, und er hat mich begnadigt und ich habe das erkannt, werde ich dann vielleicht doch alles tun, damit ich diese Hochnäsigkeit ablege, weil ich doch begnadigt bin? Barmherzigkeit führt dazu, dass wir den Weg der Wahrheit kennenlernen. Wenn Christus alle Sünden dieser Welt, jedes Fehlverhalten am Kreuz erledigt hat, dann lädt er uns doch ein, bleibt doch in dieser Gnade. Nun kommt aber etwas in unser Leben oft hinein, da sagen wir, du musst Werke tun. Jetzt hat Gott dich begnadigt, jetzt fängt die Arbeit an, jetzt musst du dafür sorgen, dass du auch vor Gott richtig dastehst. Und da habe ich so meine Befürchtungen, dass wir dann anfangen, mit der Werkgerechtigkeit zu argumentieren und leben zu wollen. Im Paradies hat Gott etwas gemacht, nämlich er hat, nachdem er den Menschen gemacht hat, ja den Sabbat gegeben. Und zwar den Sabbat, bevor der Mensch überhaupt irgendetwas getan hat. Er sagt, Ruhe in mir. Fang alles, was du tust, in der Ruhe an, mit mir. Mit mir, in der Beziehung zu mir. Und dann lässt er ihn arbeiten. Und dann kommt der nächste Sabbat. Sagt er, bist du noch dran, in mir zu ruhen? Wisst ihr, dass der Sabbat nicht in erster Linie dazu da ist, dass wir uns ausruhen von der Arbeit? Das ist natürlich schön. Aber die Hauptsymbolik des Sabbats ist das Ruhen in der Gnade Gottes. Völliges Ruhen in der Gnade Gottes. Ruhst du in der Gnade Gottes? Der Jeremia hat ja dem Volk Israel eine Gerichtsbotschaft zu bringen, während gerade die Babylonier dabei sind, das Volk Israel einzunehmen. Und es gehört ja zum Richten, dass der Richter deutlich macht, worauf es ankommt. Das ist falsch, das ist richtig, aber ich merke, es scheint bei euch gar nicht so einfach zu sein. Und beim Volk Israel war das überhaupt nicht einfach. Die waren inzwischen an einen Punkt angelangt bei der babylonischen Gefangenschaft, dass sie von Gott nichts mehr wissen wollten. Sie haben auch sich religiös verhalten, aber haben dann deutlich gemacht, mit dir nicht mehr, wir wollen frei sein, wir wollen unser eigenes Ding machen. Und Gott wirft ihnen das auch permanent vor. Und da kommt ja dieser starke Satz, den ihr einige auch auswendig kennen, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und Fleisch für seinen Arm hält und mit seinem Herzen vom Herrn abweicht. Der ist wie ein Strauch in der Wüste, sagt er. Und da kommt ein interessanter Satz. Der ist wie ein Strauch in der Wüste, so wird er sein, und wird den zukünftigen Trost nicht finden. Der wird den zukünftigen Trost nicht finden. Überlegt mal, was das heißt. Wer von Gott abweicht, die Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, sind die armseligsten Menschen
auch selbst wenn sie dicke Autos fahren, große Häuser haben oder wenn sie Regierung und Macht haben. Sie sind die armseligsten Menschen, denn sie haben in der Zukunft keinen Trost mehr. Es sei denn, sie sagen, so heißt es dann später in Vers 14, heile du mich, Herr, so werde ich heil, hilf du mir, so ist mir geholfen. Denn solch ein Mensch, so heißt es ja in Vers 7, gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser, dessen Wurzeln an den Bach herangeht. Und selbst wenn ein Jahr kommt und es Dürre wird, trotzdem wird er weiter Früchte bringen. Und selbst mal ein trockenes Jahr wird ihn nicht aus der Ruhe bringen, weil er gegründet ist in Gott. Das ist das. Aber wir sind natürlich sehr wechselhaft. Hier heißt es dann, es ist das Herz ein trügerisches und unheilbares Ding. Wer kann es ergründen? Interessant ist nun, dass er direkt nach diesem Kapitel, das so ein richtiger Schlagabtausch ist zwischen dem, was Gott denen gibt, die ihn lieben und die seine Gnade haben, und denen, die meinen, hier, ich habe die Muckis und ich kriege das alles hin. Da heißt es dann, die Aufforderung, den Sabbat zu halten. Und da steht dann drin, wenn ihr mir gehorchen werdet, sagt der Herr, indem ihr am Sabbat keine Last durch die Tore in die Stadt tragt, sondern ihn heiligt, indem ihr an diesem Tag keine Leistung bringt. Was hatten wir beim Psalm 100 gelesen? Geht ein zu den Toren, mit Lob singen. Wie war das hier? Die gingen ein mit den Toren mit Last und nicht mit Lob singen. Was will er sagen? Er will uns deutlich machen, mach doch mal mehr Lob und Dank Gott gegenüber in der Ruhe, in Gott ruhen. Der Sabbat ist dazu da, dass ich nicht eine Last trage. Wenn du in der Ruhe, in der Gnade Gottes sein willst und in der Wahrheit sein willst, dann solltest du nur ihn loben und preisen für das, was er für dich getan hat. Stell dir vor, du machst das jeden Tag. Es gibt ja jetzt für die Moslems die Fastenzeit, Ramadan. So ein Fasten während des Tages und dann abends kann man gut wieder essen und trinken, was ein anderes Fasten ist. Aber was machen Sie? Wenigstens fünfmal am Tag sollen Sie Gott anbeten. Ne? Gut, das machen Sie hier im säkularen Raum wahrscheinlich gar nicht und viele sind säkular eingestellt. Aber wenn wir uns das als Vorbild nehmen würden, dann hätten wir ja, und damit die Zahl der Vollkommenheit stimmig wird, würden wir sagen, wir machen das siebenmal. Ne? Oder permanent? Kann ich nicht Gott einbeziehen in mein ganzes Leben? Ich darf sicher sein, dass Gott als der gnädige Gott mir wirklich alles gibt, was ich brauche, zu einem Leben mit ihm. Wie mache ich das dann jetzt? Also, lass mich zu dem letzten Teil kommen. Der zweite Teil haben wir gesagt, also der erste Teil ist, die Sünde ist gekommen, also war Gnade notwendig. Vorher war sie nicht notwendig. Weil ständig Lüge da ist, Falschheit, muss die Wahrheit wiederhergestellt werden durch die Gnade Gottes. Und was bewirkt sie nun? Dass wir erlöst sind, sagt die Bibel. Der Herr ist gnädig. Und zwar, Psalm 103 sagt es ganz klar, er ist so gnädig, die Gnade ist so groß, dass Himmel und wie Himmel und Erde auseinander sind. So groß ist die Gnade.
Und dann sagt er noch, und das Unrecht nimmt der Herr weg, so weit wie Osten vom Westen entfernt ist. Das ist doch Wahnsinn. Also ich finde das so großartig. Ihr glaubt nicht, was das in meinem Leben bewirkt hat. Jeden Tag zu wissen, dass dieser Gott so gnädig ist. Aber dann habe ich ja was an mir so, das ist Fleisch. Und dieses Fleisch juckt und manchmal brennt es. Wer weiß, was da alles so passiert. Und das will meine Gedanken in Angriff nehmen. Und deshalb möchte ich zum Schluss sagen, es gibt etwas, und der Apostel Paulus macht es ja deutlich in 2. Korinther Kapitel 10, Vers 5. Werner, du hast es vorhin schon in der Diskussionsrunde, hast du es auch schon erwähnt. Jeden Gedanken nehme ich gefangen und unterstelle ihn dem Befehl Christus. Meine lieben Geschwister, jeden Gedanken nehme ich gefangen und unterstelle ihn dem Befehl Christus. Stell dir mal vor, da klopft jemand an der Gedankenwelt. Du bist nichts. Guck dich doch mal an, wie du aussiehst. Was hast du für einen Job? Du bist nichts wert. Guck dir mal dein vergangenes Leben an, was du alles kaputt gemacht hast. Du bist doch nichts. Der Durchschnittsmensch macht die Tür auf und sagt, komm rein. Ja, es stimmt. Ich bin nichts wert. Ich bin nichts. Ich kann nichts. Ich bin misshandelt worden, missbraucht worden. Ja, deshalb bin ich auch nichts. Wenn du Christ bist, wenn du unter der Gnade stehst, dann hör dir an, was Christus sagt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Das heißt, du schließt die Tür sofort und sagst, nein, Herr Jesus, bitte, stimmt das, was der hier gerade sagt, mir, der Gedanke? Und Jesus sagt, hör nicht auf diesen Gedanken. Ich habe dich begnadigt. Ich habe dich zu mir gezogen. Aus lauter Gnade, aus Güte, aus Barmherzigkeit. Du gehörst zu mir. Und wir jagen diesen Raudi, der uns sowas sagen will, den jagen wir zum Teufel. Unterstellen die Gedanken unter Christus. Klopft jemand anders an die Tür? Vielleicht so ein Groupie. Ach, du bist super, du bist so toll. Du glaubst, also ich sehe ja, was du alles schon hingekriegt hast. Guck mal, wie erfolgreich du bist. Du musst jeden Tag dir einfach auf die Schulter klopfen, was du alles geleistet hast, wie toll du bist. Und dann fragt mal Christus, ist es so? Und Jesus wird euch sagen, Demut, Sanftmut, das möchte ich von dir sehen. Lass die Überheblichkeit doch weg. Jesus hat so gehandelt. Als sie ihn zum König machen wollten, hat er sofort den Jüngern gesagt, kommt, ihr geht sofort auf den See. Geht sofort runter zum See. Und er ging auf einen Berg und war mit dem Vater allein. Als der Gedanke kam, komm, du könntest doch jetzt König werden, hat er sofort seine Gedanken unter die Gnade und Liebe Gottes getan. Und so könnten wir an Jesus diese Beispiele deutlich machen. Oder da kommt jemand anders, ne, klopft an deine Tür und das ist so gefährlich. Eine Versuchung. Ne? Für Männer ist es vielleicht die Frau in Rot. Für die Frau ist es vielleicht der Superman. Ach, hätte ich mir immer schon gewünscht. Wir sind doch erwachsen. Das weiß doch keiner sonst, wenn wir miteinander ein bisschen. Der Durchschnittsmensch macht die Tür auf, habe ich eben vorgelesen, die Statistik. Macht die Tür auf und lässt diesen Gedanken, diese Versuchung rein. Wir als Kinder Gottes sagen, Herr, ist das unter deiner Gnade? Ist das? Und Jesus sagt, was habe ich dir gesagt? Sei treu mit deinem Partner,
Ja, wenn dann der eigene Partner an die Tür kommt und sagen wir, machen wir die Tür auf und sagen Hurra, ne? Ja? Dann brauchen wir auch nicht dieser Versuchung anheimfallen. Gott möchte, dass wir unter der Gnade, mit der Gnade leben. Die Wahrheit ist immer dort, wo Jesus uns seine Gnade schenkt, um wieder in den Zustand verwandelt zu werden wie Adam vor der Sünde. Jesus möchte, dass wir so werden wie er, dass wir umgewandelt werden in sein Bild. Deshalb hat er alle Sünden ans Kreuz genommen. Deshalb haben wir die gesamte Gnade für alle unser Fehlverhalten. Und deshalb können wir jedes Mal sagen, Herr, ist das ein Gedanke von dir oder ist das von dem anderen, dem Lügner, dem Vater der Lüge? Was willst du? Willst du leben in der Herrlichkeit Gottes? Im Psalm 101 schreibt der David in Vers 2 und 3, ich will bedacht handeln auf vollkommenem Weg. Wann kommst du zu mir? Ich lebe mit reinem Herzen in meinem Haus. Ich will nichts Unwürdiges vor meine Augen stellen. Bist du mit Gott im Reinen durch seine Gnade? Lebst du in dieser Gnade jeden Tag? Lass es zu. Gott ist so gewaltig in seiner Gnade, dass wir nur sagen können, Herr, gepriesen bist du. Man könnte Geschichten erzählen, vielleicht beim nächsten Mal, wie Gott Menschen gnädig sein kann, wo wir uns menschlich gesehen nicht vorstellen können. Aber aus den Augen Gottes ist jede Veränderung durch die Gnade in unserem Leben möglich. Wie macht man das praktisch? Nimm dir jeden Tag genügend Zeit, hier die Verheißungen Gottes zu studieren und ernst zu nehmen und einfach anzunehmen und dich darüber zu freuen. Denn die Freude im Herrn ist das Größte, was wir haben können. Ich möchte den Herrn preisen, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dein Leben vom Verderben erlöst und der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit oder mit Ehre und Herrlichkeit. Lasst uns diesem Herrn folgen. Es lohnt sich, jeden Tag aufs Neue. Ich wollte euch durch die Predigt nur daran erinnern. Amen.